Ja gut, dann haben wir die Exits da hinten, das ist auch nicht schlecht. Dann können wir nochmal auf den Leuchtturm oder was das da ist, diese Insel gucken. Warst du da schon mal? Ja, ich war schon mal da, aber ich kenne mich halt einfach nicht aus. Ne? Also, wenn du mich jetzt hier alleine lässt, dann laufe ich hier so lange, bis es knallt oder bis ich jemanden finde. Ist der wie ausgestorben, oder? Ja. Ich höre gar nichts. Ist doch gut so. Ja, das gefällt mir aber auch nicht. Bleib mal draußen und deck hier ein bisschen die Rückseite des Hauses. Ja, du kannst hier mit looten. Ich habe keinen Rucksack mit. Ich wollte bloß, weil ich mal hier war, wollte ich bloß mal reingucken. Oh, da hängt eine Jacke. Vielleicht finde ich einen Schlüssel. Ja, das ist echt widerlich mit den Schlüsseln. Oh, ich sag's dir. Die machen mich fertig. Und das brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich. Komm mal noch rein. Paracord liegt ja noch in der Kiste. Ja, eigentlich brauche ich nur vielleicht ein bisschen was zu essen und zu trinken. Ich habe nichts mit. Ach so. Ne? Trinken habe ich mit, das können wir uns teilen. Ach, das ist aber total lieb. Ja, dann. Lass uns weiter. Und Shane, brauchst du jetzt schon was zu trinken? Nee. Ich hab noch. Okay. Einen Schlüssel finde ich nicht, aber ein Chainlet, was keine Sau braucht. Oh, nochmal, hier können wir auch nochmal reingucken. Hier gibt es sonst auch immer relativ gutes Zeugs. Das gewusst, hätte man meinen Rucksack mitnehmen sollen. Kannst meinen haben, wenn du willst. Nö, behalt. Nee, hier nimm mal. Nein, du, ich bin so doof gewesen, hab keinen mitgenommen. Jetzt habe ich die Quittung gekriegt. So, hier, ja, hier liegt ein Filter, kannst du mitnehmen. Ja, den nehme ich, das ist gut. Hier ist noch ein Toolset, wenn du möchtest. Gehört habe ich ihn. Ja. Da ist vorne auf der Straße. Wenn es geht, lass mich dann vor. Ja, sicher. Mach. Dass ich ihn totschießen kann. Oh, hier ist Wasser in der Tasche. Siehste, da komme ich gleich mal hin und schnappe ich mir das. Welcher Tasche? Hier drüben in dem Zimmer. Da hinten. Alles klar. Ja, super, danke. Bitte. Kommen da jetzt auch hin? Bin ja schon draußen an dem Bus. Läufst du vor mir? Nee, ne? Ja, ist das doch. Ja? Alter, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, so. Ich habe dich nur blitzen sehen und dann schießen gleichzeitig. Ach so. Da bist du in deinem Büschchen. Mhm. In dem zweiten daneben. Oh. Jetzt müssen wir hier heil über die Straße kommen. War da? Ein Skeff. So.
würde ich sagen. Ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Aufplatzer. Tut mir leid, ich habe ihn erwischt. Okay, nee, ist okay. Vielleicht dachte ich, vielleicht. Einen hast du, ne? Mhm. Zwei Stück waren es. Ich glaube, das waren aber Player. Kann das schon sein? Also Scav-Player? Es wundert mich. Es kam mir vorhin auch ein Scav-Player entgegen. So wie der geschossen hat, dann war das auf jeden Fall. Ja. Weiß ich nicht. Das sah auf jeden Fall cool. Liegen jetzt auf einem Haufen. Aber so um die Zeit, das kann doch nicht sein, oder? Aber es ist so. Doch, also, doch. Das ist, also ich bin hier auch als Scav schon ziemlich früh gespawnt, also mit viel Zeit im Rücken. Ja. Anscheinend. Oben im Häuschen deck dich ein bisschen. Okay. Ja, die waren auch schon fleißig am Looten hier. Boah. So, kriegst du gleich einen vollen Rucksack. Das war einfach. Ja. Nur feinstes Zeugs. Holen wir noch das Köfferchen und dann raus oder was? Brauchst du noch was zu essen? Wenn eine Kleinigkeit da hast, ja. Dann bringe ich dir was mit. Wohl bekomm's. Ach, sehr gut, vielen Dank. Ja, bitte. 42 Kilo. Da wälzt er sich durchs Unterholz. Habt ihr schon, oder hast du schon, Chat auch, darf sich auch angesprochen fühlen, von diesen komischen Spinnen gehört, Nosferatu-Spinner. Was ist das? Voll ekelhaft. Ich glaube, die springt ihre Beute an und beißt. Schmerzhaft soll das sein, wie ein Hornissenstich? Jetzt ja, ach ja, alles klar. Ja, die soll es jetzt hier, die dann verbreiten sich hier, ne? Ja, ekelhaft, aber ich hasse Spinnen. Das ist genau das, was ich hier nicht brauche. Ja, es wird halt alles eingeschleppt, ne? Ja. Das ist halt leider so, ne? Boah. Ich wäre mega. Ich hab gestern schon Angstschweiß. Ja, wir sind ja sowieso so verweichlicht Deutschen, ne? Bei uns gibt's ja nichts Giftiges. Ja. Also ein paar Kreuzottern oder so, die hat auch schon seit 200 Jahren keiner mehr gesehen. Du sagst es. So ganz selten, ne? Aber stimmt schon, ja. So ein Blindschleich immer über den Weg gelaufen im Wald, ja. Aber da lachst du ja nur. Ja, richtig. So, ich gehe wieder los. Da hinten ist der komische Leuchtturm. Da will ich eigentlich nochmal hingucken. Vielleicht ist ja offen, ich glaube es zwar nicht, aber ich war noch nie da und dann können wir gleich mal ein Auge riskieren. Ich hau auch meinen Rucksack mal hier hin. So, nicht wieder wegrollen. Wo bist du? Wo bist du? Schon wieder weggerollt oder was? Hier liegt er. Okay. Also hier war ich nicht. Gibt es hier Minen irgendwo? Nee, ja. Nee. Also wenn man ganz zum Leuchtturm hoch will, glaube ich, ja. Also. Ah, okay. Hier sind überall Kisten und so ein Kram. Okay. An den Seiten irgendwo, ne? Ja. Hast du sie oben in den Garage, in der Garage gefunden? Hier ist Zucker. Wo bekommst? In welchen Garagen, Mero? Hier auf Lighthouse oben an diesen, in dem Resort da oben in den Garagen. So, welches?
Oh. Oh, das sind hier die Bosse oder auf jeden Fall ja. Das Pickel. Wieso, das ist nicht so cool. Wieso sind denn die hier, sag mal? Will das nicht? Na, ich weiß nicht, ob das die Bosse sind, aber Raider oder so. Auf jeden ja. Fall Englisch ist immer kein gutes Zeichen. Wusste gar nicht, dass es die hier gibt. Ja, die laufen überall rum, ne? Und die Bosse schon? Und die Rogues oder sowas? Ja, hier bin ich jetzt eigentlich auch ein bisschen erstaunt, aber... Da scheint er sich auf dem Dach. Oh, das. Wundert mich eigentlich. Ich geh mal nochmal draußen gucken. Vorsichtig. Ja, ich... Und hier dürfte eigentlich nichts passieren. Ich habe leider natürlich keine Granaten. Ich auch nicht. Der sollte oben sein. Kann das sein? Oben auf dem Dach oder so? Ja, komm. Komm. Das komm. War ich. Kommt man da hoch? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Also wie gesagt, so gut kenne ich das leider auch nicht. Mhm. Aber irgendwo hier ist er, wenn, wo ich hier hinten hochgesprungen bin. Ich höre ihn noch. Hast du ihn gehört? Ja, ja. Ja, over there. Skev sagt er, da drüben. So, was machen wir denn jetzt? Ich renne mal drüben rein. Und schau mal. Welche Kugelbude muss ich denn? Naja gut, hier war scheinbar noch niemand. Skev spotted, sagt er. Ja, das sagt er auch zu uns, ne? Also. Ach so. Wir sind Skevs für ihn. Der spinnt wohl. Ja. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ist ja auch witzig. Wo ist der denn? Das war ich. Okay. Super, hier ist eine Spülmaschine. Becky. Was ist denn? Er springt da irgendwie in der Garage rum. Also da drüben ist ja so ein Gebäude, eine Garage. Aha. Ich gehe jetzt mal ein Stückchen gucken, ja? Warte mal kurz, ich muss mal gucken, wo hier Top Secret. Oh, oh, oh. Was denn? Lauf? Nein, nein, nein. Ja. Die sind schon ganz schön angepisst auf mich. Wie viele sind das? 3 Stück oder so. Ich bin tot. Den habe ich nicht down gekriegt. Sie stehen ja unten im Hof rum. Yep. Diese Arschlöcher. Shadow hieß meiner. Ich muss mal gucken, ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Mist, Mann. Wir gehen ja drauf. Können wir nochmal rein in den Mist holen? Ja. Alles halb so wild. Die haben sich verpisst. Stumpfer Schaden. Ist ja auch witzig. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Die Bilder sagen mir auch überhaupt nichts. Ach, warte mal. Es sieht so aus, als müsste ich über den Hof rennen. Und in eine rote Garage rein mit Autos und so? Irgendwas Rotes war da, ja. Ja, das ist auf der rechten Seite. Da sind die ja hergekommen. Also, zumindest rennen die damit rum. Boah, diese Idioten. Ich hab sie gesehen. Boah, hab ich mich erschrocken. Sie sehen dich aber auch direkt an, das ist doch...
Naja. Das ist doch die Hölle. Ich habe kein Dings mit. Kein CMS. Ich bin ein Agent. Bei mir müsste noch ein angefangenes IFAK drin sein, aber es bringt dir alles nichts, ne? Ein IFAK habe ich auch. Ich habe auch ein Christi, aber ich krieg meine kaputten, meine schwarzen Knochen nicht wieder heil. Okay, ich werde mich jetzt wahrscheinlich aus dem Staub machen. Weil das ist eine gute Idee. Die haben sich eingeschossen auf mich. Ich habe denen gar nichts getan. Sehr mies. Sie bandet, Alter, du siehst gar nichts, weil ich krieche nämlich. Kann man nicht die Treppen runterkriechen? Doch nicht. Wie bin ich, wo bin ich denn hier reingekommen? Fragen über Fragen. Okay, I'm on it. EFD going live. Ist doch nicht ganz glatt. Nee, hier bin ich nicht reingekommen. Ich komme ja nie wieder raus. Wo bin ich denn? Ich schau mal ganz kurz. Ach, wir sind ja über den Hof gerannt. Ah, scheiße. Stimmt ja, wir sind ja über den Hof gelaufen. Ich glaube, hier die Treppe runter und dann links, glaube ich. Aber die stehen ja draußen auf dem Hof rum, die Tropser. Ja, eine Rückwand gibt's nicht. Die Blumen haben sie auch schon zerdeppert. Da zwischen die zwei Häuser musst du dann durch, da irgendwo. Oh, liegst du hier? Jupp. Soll ich da was mitbringen? Nee, kannst dich laben. Ich lass es liegen, ich will spanische Flucht. Ey, schießen die jetzt von oben runter auf mich oder was? Das kann gut möglich sein. Wenn du Glück hast, kannst du über die Brücke, also über die Landzunge oder wo wir reingekommen sind, wieder abhauen. Ja. Mit Glück, können wir aber auch einen Rücken schießen, ich weiß es nicht. Bis jetzt nicht. Ja, dann schaffst du das. Oh, ich habe 7 Minuten noch. Naja, das sollte ich schaffen. Oh, das ist so rot, ich dachte jetzt schon. Alter, später. Benutzer. Aber gut, ne? So soll es sein. Nee, wir haben noch nicht zusammengespielt. Aber er erinnert mich ein bisschen an Klaus. Das soll doch was Gutes heißen. Ja, auf alle Fälle. Direkt Sympathiepunkte geerntet. Na, das ist gut.